Leute, eine schöne gute Nacht wünschen wir euch. Herzlich willkommen. Am Anfang eines solchen Beitrages sagen wir oft, dass das das Dümmste ist, was wir jemals gemacht haben. Aber heute müssen wir wirklich sagen, das ist das Allerdümmste, was wir jemals geplant haben. Wir sind hier am Grabowsee. Das ist in der Nähe von Berlin, einige Kilometer rein in den Wald. Früher war das mal eine Lungenheilklinik bis 1945. Ein unüberschaubar großes Areal. Es ist super gruselig hier. Ja, und haben wir Verstärkung dabei. Ja, wir haben Verstärkung. Wir haben die Ghost Hunter Germany, professionelle Geisterjäger. Und mit denen werden wir eine Nacht hier verbringen. Und das Ganze ist noch obendrauf ein Biss einer Holz Spezial Grusel Edition. Wer als erster hier mit vollgeschissener Hose das Areal verlässt, hat verloren. Der andere ist der Gewinner. Ich bin raus. Ciao, Alter. Ich fahr nach Hause. Hast du dich schon eingekackt? Psst, psst, psst. Hast du gehört? Was? Mach nicht so eine Scheiße. Nein, ich mach keine Scheiße. Wir haben übrigens natürlich auch noch ein paar Joker, wie immer. Das heißt, Sachen, die uns das Leben erleichtern oder dem anderen das Leben schwer. Was sagst du? Ich hab da mit den Jokern... Achso, ich dachte schon, du kannst ja nicht einfach hier quatschen, wenn ich da drin bin. Könnt ihr mich bitte nicht alleine lassen? Ja, dann lauf doch nicht vor, du Vollidiot. Ja, Mann, du bleib doch einfach hier stehen, wir können doch auch... Guten Tag. Hallo. Joko, hallo. Hi. Guten Tag. Alex. Doch, Alex. Also, ihr nennt euch... Wir sind die Großhunter Berlin. Wir wollen hier in der alten Lungenheilanstalt in Grabowsee halt mit ein paar paranormalen Untersuchungen durchführen. Womit würdet ihr jetzt naturgemäß einfach starten? Was ist jetzt die erste Aufgabe des Abends? Also wir erstmal durch die Räume gehen, also Grund messen, erstmal die Temperatur, dann elektromagnetische Felder. Wenn ihr denkt, hier ist gut, dann bleibt ihr da und da macht genau, ihr dann okay. Genau. Fotos und Messungen und so weiter. Scheiß Stein in der Ecke und ich hab mich gerade erschrocken, als wenn einer auf mich wartet. Setz dich mal da drauf, Jo. Ja, klar, entspann dich. Setz dich mal da drauf. Warum bist du jetzt aufgeregt? Warum soll ich mich da draufsetzen? Setz dich doch mal da drauf. Ich will mir jetzt erstmal Bewegungsmelder hier abstellen. Und das Ding hat gerade sofort Alarm geschlagen. Ja, weil du dich bewegt hast. Pack deinen komischen Baumarkt-Alarmbeweger da wieder ein. Das ist totaler Quatsch. Also, aber rennt doch nicht so, meine Güte. Ey, lass diese blöden Alarmdinger wegtun, ohne Witz jetzt. Die machen mich wahnsinnig. Ja, mach die doch weg, dann schmeiß die doch weg. Dann stellen die doch irgendwo auf. Ja, und dann klingeln die da hinten. Nee. So, jetzt kommen wir hier rein in den ehemaligen Leichenraum, was sie dann später als Sauna umgebaut haben, wie man uns gesagt hat. Dann hätten wir uns gesagt, also, dass früher hier die Leichen aufgebahrt wurden. Ja? Und die Russen haben eine Sauna draus gemacht. Ne? Genau. Das sind auch Typen. Wir stellen jetzt hier uns infrarot einen Fallen auf. Dann schauen wir mal, ob wir was drauf kriegen oder nicht. Das ist jetzt so eine klassische... Bewegungsmelder? Radarfalle. Merkt man dann. Wie eine Tür, die sich öffnet. Genau. Wir haben Gebührengelder noch und nicht. Und wo fahren wir hin? Nicht irgendwo, wo es schön ist, sondern Grabo und so ein verlassenen Heimatfall hier. Ja. Jetzt mal die Kamera ein und verlassen wir den Raum. Verlassen wir das hier alles. Und viel Spaß. So, gehen wir weiter. Was ist das jetzt? Weiß ich nicht. Ja, aber wenn der Ausschlag heißt es. Und ziemlich hohes EMF-Feld, also elektromagnetisches Feld hier. Woran kann das liegen? Na, da hier gar keine Stromleitung mehr sind, beziehungsweise Kinder. Fällt dir gar nicht auf. Ja. Ich hab ja noch nicht mal das Radio an, das ist ja nun weg. Aber was war denn das?
Jahre. Hey, sag mal, du kannst ja nicht, während wir hier... Danke. Du bist echt der Mann. Hallo. Hallo, wie das da vorne liegt das Gerät voll aus und du machst hier irgendwelche Geräusche. Ich denke, hier sind irgendwelche... So ein Penner, ey. Entschuldigung. Das ist echt heavy, Alter. Ja. Alter Verwalter. Schon ziemlich scary, ey. Heftig. Na, die Kameras, die sind unten in dem Gang. Geräte. Könnt ihr ja mal probieren. Ist hier mit irgendjemand hier? Schlägt es nicht aus? Ja, ja. Ist irgendjemand hier? Ja. Wie ist dein Name? Ist es okay, dass wir hier in dem Raum sind? Wenn ja, dann wäre es cool, wenn du dich irgendwie bemerkbar machst. Ist ja jetzt klar, dass wir wieder auf dem Tisch sind. Ich würde sagen, wir fangen jetzt einfach mal an zu spielen, ne? Und ich ziehe jetzt einfach mal direkt den ersten Joker. Bitte schön. Der Blitz des Todes. Ich habe hier zwei handelsübliche Spiegelreflexkamera-Blitze. Die kannst du einfach beide in die Hand nehmen. Auf dem Punkt, der da leuchtet, kannst du auslösen. Wir haben ja eben diese Alarmanlagen unten im Keller angebracht, ne? Hm. Du kannst jetzt gerne dahin gehen. Auf dem Weg dahin auch noch die Lampe anlassen. Sobald du aber die Kellertreppen runtergehst, darfst du dich nur noch mit dem Blitz fortbewegen, um dir den Weg zu leuchten. Kennst du vielleicht noch aus Saw? Das ist ein Penner, ey. Ja, kannst du mir nachher sagen, wie es war. Ich warte hier auf dich. Ja, okay, los geht's. Klaas, ich hoffe, bis gleich. Ja, tschüss. Tschüss. Da ist der Keller ganz hinten am Ende des... Mhm. Da müssen wir doch noch durch das Loch da durch, ne? Da runter. Ja, komm. Machst du meine Lampe aus? Okay, alles klar. Ciao. So, komm raus. Licht an, Licht an. Hörst du das? Ja, höre ich. Jetzt machen wir das Licht wieder an. Ah, ey, Alter. Raus, raus hier. Raus hier, raus hier. Fort, raus hier, Alter. Eine schlimme Vorstellung gehabt und es war genauso schlimm, wie ich es mir vorgestellt habe. Ach, das ist der absolute Horror. Und dann waren Schritte über uns. Nein. Und dann, ja. Und dann bin ich wieder abgehauen. So. Und dann musste ich aber erstmal noch gucken, wo die Scheißtreppe ist. So, das war das. Ach du Scheiße. Das war dein Joker, hat gut funktioniert, aber ich bin ja nur hier, ne? Ja. So. Jetzt kommt der nächste Joker. Das ist dieser hier, Joachim.
Der Raum des Todes. Ja. Du kannst dich da noch erinnern, als wir drüben waren in dem anderen Gebäude, hinten da bei der Kapelle da, da war doch ein so ein Raum, wo dieses Messgerät extrem durchgedreht ist, ne? Wo das Metallbett stand. Wo dieses Metallbett stand, genau. Und ich würde dich jetzt mal bitten, mal für 25 Minuten da reinzugehen, mit dem Aufnahmegerät ganz leise zu sein, alleine. Mit dem hier? Genau, mit dem normalen Aufnahmegerät ganz leise zu sein, um mal zu gucken, ob du eine Antwort kriegst. So. Ach du Scheiße. Ich bin wirklich in meinem Leben noch nicht so angespannt gewesen wie jetzt. Und ich frage mich ernsthaft, warum wir hier sind. Das ist totaler Nonsens, dass wir das drehen. Geh noch durch, ne? Oh Gott, ey, wirklich, bitte. Wir können auch überall woanders hingehen. Puh, Gott. Oh, Scheiße. Gib das Ding her. Licht aus? Nein. Komplett. Bist du wahnsinnig? Ah. Scheiße. Hallo? Oh, fuck. Hallo? Mein Name ist Joko. Ist da jemand? Oh, Alter, das ist so krass, Alter. Wirklich. Entschuldigung. Hallo. Mein Name ist Joko. Ist da jemand? Oh. Alter, was war das? Was war das? Kein Scheiß. Irgendwas war auf meinem Rücken. Kein Witz. Wie machen wir die aus? Mach mal Licht an, bitte, ohne Witz. Alter, was war das? Thomas! Wie macht man die aus? Ich hab keine Ahnung. Och, Alter, was? Ich weiß es nicht, aber irgendwas hat gerade ohne Scheiß gerade irgendwas am. Wenn was Wind. Aber es war, als wenn mir jemand über den Nacken streichelt. Kein Witz. Oh, Alter, ich habe totale Gänsehaut im ganzen Körper. Das ist widerlich. Bitte. Was muss ich machen? Wir können halt. Oh Gott. Ich habe irgendwie jemanden gerufen. Und in dem gleichen Moment war es wirklich, als wenn jemand dich hinten so. Und ich. Ja, kann passieren, das sicherlich. Oh, fuck, Alter. Ich gehe da nie wieder rein. Schluss, aus, Ende. Ich will jetzt auch wirklich kein Spielverderber mehr sein, aber die Nummer gerade ist mir auch echt eine Nummer zu krass. Und ich bin der Letzte, der hier anfängt dran zu glauben, was passiert. Aber wenn du wirklich da sitzt und irgendwas rufst und dich was berührt, dann... Lass mal kurz mal Sachen neben gehen. Ey Leute, lass bitte abhauen. Wirklich, kein Scheiß. Lass bitte echt abhauen. Ich habe keinen Bock mehr. Das ist auch wirklich egal, wie ich das nachher im Fernsehen transportiere. Ich will hier einfach nur weg. Wirklich. Können wir da gleich drüber reden? Lass da bitte nicht drüber reden. So, okay, los. Thomas, Bewegung. Ja, also. Ja, komm, ey, oh, Leute, wir müssen. Abfahrt, jetzt. Leute, bitte! Thomas! Okay. Was ist los? Hier läuft irgendwo Wouts und Wollny rum und machen die ganze Zeit Geräusche. Nicht im Ernst. Doch. Deswegen, super. Kommt raus! Du blöder Penner! Und ich meinte noch zu dem, wem schreibst du eine SMS? Wem schreibst du eine SMS? Der hat eben die ganze Zeit SMS geschrieben. Du blödes Arschloch, ey. Ich komm da angeladen. Gut, ja. Mann, ey. Wie war ein neuer Abend so? Patrick, vorhin ist mein Name. Ich hatte es ja nicht unbedingt leicht in den letzten Wochen mit Joko und Klaas. Was ist denn, wenn du heißt? Komm, hau ab! Und heute sind die beiden Herrschaften ja hier schön auf Geisterjagd. Und wir werden mal dafür sorgen, dass die beiden sich mal so richtig gruseln. Boah, Alter, ich bin total paranoid, sag ich mal. Lass da bitte nicht drüber reden. Ey, oh, Leute, wir müssen.